Hallo, willkommen aus Schweden. Ich sitze hier im blauen Licht eines Konzeptfahrzeugs von Scania. Das ist ein autonom fahrender Bus, hat gar keinen Platz mehr für einen Fahrer, 8 Meter lang, bietet aber so viel Platz wie sonst ein 12 Meter langer Bus. Ich bin auf dem Innovation Day von Traton. Ja, und jetzt werden viele sagen, was ist denn Traton? Das ist im Grunde die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen. Die ist im Sommer 2019 an die Börse gegangen, in Stockholm und Frankfurt notiert und besteht aus den drei Unternehmen Scania in Schweden, MAN aus Deutschland und Volkswagen Trucks and Buses aus Brasilien. Und wir sind heute eingeladen zum Innovation Day in Södertälje. Das ist 40 Kilometer südwestlich von Stockholm. Und hier gibt es ein Testgelände, wo man die Fahrzeuge ausprobieren kann und wo neue Konzepte präsentiert werden. Unter anderem dieser autonom fahrende Bus und ein bisschen futuristisch beleuchtete Bus. Traton macht das zusammen mit Kunden, beispielsweise AB InBev, eine der größten Brauereien der Welt, und die haben heute hier berichtet, dass sie einen großen Teil ihrer Fahrzeugflotte umstellen wollen auf Elektroantrieb. Also AB InBev ist in über 70 Ländern aktiv, hat 500 Biermarken, 30% Marktanteil am Biermarkt, und die haben ambitionierte Ziele. Die wollen bis 2025 ihren CO2-Ausstoß um ein Viertel senken und komplett auf Grünstrom umstellen. Und in Brasilien wollen sie schon bis 2023 ein Drittel ihrer Fahrzeugflotte, und das sind immerhin 1600 Trucks, die dann Biere an die Kneipen und an den Handel ausliefern, umstellen auf E-Antrieb. Ganz spannendes Konzept. Dann haben wir heute hier gesehen den AXL, ein Konzeptfahrzeug von Scania, das auch ebenfalls autonom fährt. Es ist ein Tieflader, der Kies, Gestein transportieren kann. Der ist gedacht für Minenbetriebe. Es gibt auch schon ersten Testbetrieb von Rio Tinto in Australien in einer Mine, wo dieses Fahrzeug fährt, und der kontrollierende Mensch sitzt 300 Kilometer entfernt. Denn das Fahrzeug kann aufgrund seiner LIDAR- und Radarsensoren, Kameras, GPS-Positionierung genau erkennen, wo es ist, und kriegt einen Auftrag, irgendwas von A nach B zu transportieren. Und das passiert komplett ohne Fahrer. Es gibt überhaupt kein Fahrerhäuschen mehr. Und das haben wir uns heute auf dem Testgelände mal angeguckt. Und dann wurde dann auch ein Auto in den Weg gestellt, um zu zeigen, er erkennt auch Hindernisse und fährt drumherum. So, traversing first, because the turning radius is too stiff otherwise. And watch how close it can come to the car. So it's about a meter or so from the car corner. So one of the main challenges we had is when we remove a driver is how to make this vehicle safe. And it will do it until the... Ja, noch ist es ein Konzept, das ist noch nicht wirklich serienreif, aber wie gesagt, es gibt Partnerunternehmen, die schon im Minenbereich das ausprobieren. Mine heißt, das ist ein abgeschlossenes Gelände, da hat man nicht so Probleme mit der Straßenverkehrsordnung und kann solche Dinge mal ausprobieren. Wir sind auf dem geschlossenen Gelände, Testgelände von Scania hier, also durften auch wir Journalisten, die keinen LKW-Führerschein haben, mal Sachen ausprobieren, und ich habe als allererstes mich mal in einen elektrischen 26-Tonner gesetzt. Das Kennzeichen verrät es. Dieser elektrische LKW transportiert bis zu 26 Tonnen und hat 360 PS oder 264 Kilowatt Leistung. Heute sind die Container leer, was mir die Fahrt vereinfacht. Vom Parkplatz auf die Teststrecke zu kommen, ist schon etwas anderes als mit einem elektrischen PKW. Ansonsten ist das Fahrgefühl durchaus vergleichbar. 3100 Newtonmeter Drehmoment sorgen für einen Start, den ich in einem Lastkraftwagen nicht erwartet hätte. Der Rundkurs in Södertälje ist schmal, so kommt es mir jedenfalls vor. Die Reichweite liegt bei 180 Kilometern. 185 Kilowattstunden speichert der Akku, macht also grob gerechnet 100 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch. Ein elektrischer PKW liegt im Schnitt zwischen 15 und 20 Kilowattstunden. Der Verbrauchswert beim MAN eTGM hängt natürlich von Beladung, Fahrstil, Außentemperatur und zurückgelegten Höhenmetern ab. Die Runde hier ist relativ flach. Noch ist dies ein Prototyp, doch ein Sattelschlepper gleicher Bauart ist bei Porsche im Praxistest. Er transportiert Bauteile für den Taycan von Freiberg am Neckar ins 19 Kilometer entfernte Werk nach Zuffenhausen. MAN rechnet vor, mit diesem einen elektrischen LKW spare man pro Jahr über 30.000 Kilogramm CO2 ein. Meine Karriere als LKW-Fahrer ist bereits nach wenigen Minuten wieder vorbei. Ich bin überrascht, wie einfach sich der 26-Tonner fahren lässt. Kein Gangwechsel, und nimmt man den Fuß vom Beschleunigungspedal, beginnt die Rekuperation samt Verzögerung des Fahrzeugs. Geladen
wird das 800-Volt-System per CCS-Stecker mit bis zu 150 Kilowatt. Da genügt eine längere Ladepause mit Mittagessen, um die Batterie wieder voll aufzuladen. Ich bleibe bei der Marke und wechsle in einen elektrischen Bus, den MAN Lions City. Dieser Niederflurbus bietet 33 Sitzplätze. Der Boden liegt tief und ist in der Mitte komplett flach, da die 6 Batteriemodule auf dem Dach untergebracht sind. Los geht's! Kleiner Schlenker, um den 12 Meter langen Bus sauber aus der Parklücke und auf die Teststrecke zu bekommen. Auf meiner Fahrt erklären mir 2 MAN-Mitarbeiter die Vorteile des Busses und achten darauf, dass ich vor den Kurven weit genug aushole. Der Motor im Heck liefert eine Dauerleistung von 160 kW. In der Spitze sind es 290 kW. Die 480 Kilowattstunden in den Batterien reichen für 200 Kilometer. Unter idealen Bedingungen, also wenn Heizung bzw. Klimaanlage nicht auf vollen Touren laufen, es ein paar Stops weniger sind, dann werden es auch schon mal 270 Kilometer. Die 200 Kilometer dürften auf etlichen Buslinien bereits für einen kompletten Tag ausreichen. Geladen wird im Depot mit CCS-Stecker mit bis zu 150 Kilowatt Leistung. Ab dem kommenden Jahr wird man den Lions City im Einsatz sehen. Ich freue mich drauf, die Hamburger Hochbahn in meiner Heimatstadt gehört zu den ersten Abnehmern. In Södertälje zeigt die Traton Group, was im Nutzfahrzeugbereich morgen kommt. Leider gehört die Brennstoffzelle nicht dazu. Kein einziges Fahrzeug fährt hier mit Wasserstoff. Vor der Testfahrt muss ich pusten. Nur wer nüchtern ist, darf ans Lenkrad. Bei den E-Fahrzeugen möchte ich noch einen Exoten testen, den Volksbus. Caminhos e Ônibus. Eine korrekte portugiesische Aussprache war das sicher nicht, aber das ist die brasilianische Nutzfahrzeugsparte der Traton Group. Übersetzt sowas wie VW Trucks and Buses. Und sowas bekommt man ja nicht alle Tage in die Hände. Also geht's mit dem 10,5 Meter langen Bus auf den schwedischen Rundkurs. Die 26 Sitzplätze bleiben leer. Ein brasilianischer Mitarbeiter der Marke erklärt mir den Volksbus. Rein elektrisch fährt er bis zu 150 Kilometer weit. Für den Linienbetrieb oder über Land, wo Schnelllader fehlen, ist das zu wenig. Darum ist der Volksbus ein Hybrid. Die Brasilianer nutzen einen 1,4 Liter großen TGI-Motor von Volkswagen. Der kann mit Erdgas oder Ethanol aus Zuckerrohr betrieben werden und erhöht so die elektrische Reichweite. Schön, mal mit einem VW-Bus gefahren zu sein, der größer ist als das, was wir unter der Modellbezeichnung hier kennen. Das war's für mich beim Traton Innovation Day. Den roten US-Truck lasse ich links liegen. Das Modell international stammt vom Hersteller Navistar. Mit dem pflegt die Traton-Gruppe eine strategische Partnerschaft. Wäre zwar ein Kindheitstraum gewesen, so einen Truck mal zu fahren, aber das ist ein ganz gewöhnlicher Verbrenner. Also nichts für Drehmoment.